Hey, aus das ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account hier mit Freeze dieses Mal und mit Hunter. Zum letzten Video mit dem 10.000er Gearscore. Dankeschön, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich einfach nur dämlich bin. Das fand ich gut, hat mich sehr gefreut. Können wir das demnächst so machen, dass ihr einfach mir in die Kommentare jeweils reinschreibt, wenn TO irgendwas Neues macht? Ich schaue mir halt diese News nicht an und dann passiert sowas. Aber gut, okay, danke für den Hinweis. Lasst trotzdem Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut in die Beschreibung. Ich habe Twitch, da streame ich, aktiviert die Glocke, dankeschön. Okay, ja, kann ja mal passieren. Aber glaubt ihr mir, dass ich heute, was ist denn das hier, einen mit einem 20.000er Gearscore gesehen habe? Nein, wahrscheinlich nicht, okay. Ja, aber das mit dem 10.000er Gearscore, um mich mal hier nochmal zu retten. Okay, also diese Challenge, die man dazu machen muss, pfui, aus. Aber ich habe das gesehen, ich bin in die Schlacht rein, habe gesehen, 10.000, habe einen Screenshot gemacht, damit ich das halt zeigen kann. Und dann bin ich mit der Maus rüber und dann stand da wieder 9.999. Und ich ging davon aus, okay, jetzt bin ich mit der Maus rübergegangen und dann hat er das aktualisiert und wieder begradigt. Glaubt ihr mir? Na gut, wahrscheinlich nicht. Okay, es geht los, wir spielen Wasp Firebird. Oh, ja, heute machen wir doch keinen Freeze, ne? Heute machen wir Fire. Lila. Wieso habe ich lila ausgerüstet? Ist ja egal, ich habe lila ausgerüstet. So, meint ihr, ich krieg die? Jetzt, ja! Nice. Ich hätte auch diese andere Goldbox fangen können, ne? Das hätte mir ein bisschen mehr gegeben. Aber ich habe jetzt eine wunderschöne Goldbox. Und das Game hat gerade mal angefangen. Also ich finde mich nicht so schlecht. Da könnt ihr jetzt mal, habe ich Aufnahme läuft. Da könnt ihr jetzt aber mal ein Like da lassen. Ja, Dankeschön für die Goldbox. Freut mich sehr. Okay, herrlich. Firebird, also für die das alte TO wollen, hier habt ihr ein bisschen altes TO-Feeling. So, aber mit hübscheren Grafiken. Ich finde, um nochmal hier diese Nostalgie-Debatte nochmal aufflammen zu lassen, weil Firebird und so, ich finde manchmal diese TO hat ja manchmal so Events, so Retro-Events, sage ich mal, wo du halt einfach so ein bisschen altes TO-Feeling reinbekommst, ne? Keine Drohne, keine Variation und sowas, sondern halt das pure alte TO, so. Und das muss ich sagen, das gefällt mir. Ich würde es schön finden, wenn sowas nicht nur einfach ein Event ist, was ab und zu mal kommt, sondern wirklich halt einfach so ein. Das ist halt dieses Problem mit dem Matchmaking, was ich habe. Ich habe das angesprochen, was mich daran stört, und dabei bleibe ich. Es wäre schön, wenn da einfach mehr Auswahl käme. Oder halt die solche alten oder irgendwelche Events sind es ja dann nicht mehr, wenn du die halt selber starten kannst. Aber dass das trotzdem irgendwo so reinzählt in das ganz normale TO so. Ne? Also halt mit Aufgaben hier und da. So. Wäre ja schön. Und nicht nur einfach Matchmaking. Okay, bevor ich mich aber hier schon wieder komplett blamiere, in Pro-Schlachten, die zählen noch immer nicht für die Aufgaben, oder? Und jetzt, weißt du, du machst das jetzt hier schon über 10 Jahre und du bist einfach ein Boomer. Sei leise. Ich weiß nicht, aber mein letzter Stand war, die zählen nicht rein. Ist das noch immer so? Deswegen, also bitte, haltet mich auf dem Laufenden, ja? Haltet mich auf dem Laufenden, was das angeht. Ich krieg solche Updates einfach nicht mit. Ab und zu. Da muss mich aber schon wirklich irgendwas geritten haben. Und meistens, eigentlich auch eher, wenn ich darauf selber hingewiesen werde, dann schaue ich mir auch mal Vlogs an und so von TO. Aber ansonsten geht das an mir alles vorbei. Das geht an mir alles vorbei. Diese Challenge. Ich habe gesehen in den News, da gibt es eine Challenge, aber warum sollte ich die denn machen? Also, ich bin ja jetzt nicht 10 Stunden jeden Tag hier aktiv. Wozu soll ich denn da eine Challenge machen? Deswegen interessiert mich das nicht. Also, lasst mich gerne bitte alle News wissen, ja? ansonsten wird das hier noch ein bisschen peinlich. Oha. Tja,
Da kann man mal sehen, was passiert, wenn man langsam alt wird. Da muss man Platz machen für die neue Generation hier. Ich werde gar nichts machen. Keinen Platz machen. Die sollen mal alle, was haben die für mich gemacht? Da gibt es so eine Szene SpongeBob, so eine, ich mag ja die alten SpongeBob-Folgen. Und im Nachhinein eigentlich voll hart, aber oh, guck mal, da ist die Goldbox. Eigentlich voll hart so, aber fand es trotzdem lustig. Das war, da hat schade. Haben die Schlawiner hier nochmal Glück gehabt hier. Dass ich die nicht bekommen habe. Na gut, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Da hat Mr. Krabs einen Anruf bekommen. Vom Waisenhaus, glaube ich. Für eine Spende. Und seine Antwort war halt so sinngemäß so, warum sollte ich denn spenden? Was haben die denn mal für mich getan, diese Waisenkinder? So richtig hart. Aber Muss auch mal sein. Mehr oder weniger war das so. Ach, herrlich. Allgemein alte Kinderserien, das kann man nicht mit den neuen vergleichen. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Herrlich. Einfach nur herrlich. Das waren Zeiten. Gut, mehr sage ich dazu einfach mal nicht. Ist mir eigentlich auch völlig egal, ob wir das Ding hier gewinnen oder nicht. Also ich habe gerade meinen Spaß Wasp Firebird schon lange nicht mehr gehabt. Ja, damals so ein guter Modus, um ein paar EP zu farmen unter Freunden oder auch um Goldboxen zu fangen unter Freunden, ne? Aber ja, wenn du da Pech gehabt hast, also damals in der guten alten Zeit, da war nicht alles gut, was Goldboxen anging. Schwierige Sache. Da gab es ja die einen oder anderen, die haben schon wirklich, also die sind dann hochgegangen auf 999 Kills, so, was du da machen konntest, wenn du das halt ausgewählt hast. Ja, was fiel da? Ein, zwei Goldboxen oder so. Ne, so bei Kill 500 fällt da mal das erste Ding. So, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Let's go. Let's go. Gibt es ein TO Raytracing? Leider nicht, ne? Würde ich gut finden. Gut, davon mal abgesehen. Ja, ich fühle mich so. Wisst ihr, das Video war nicht mal eine Minute online so. Ne? Das ging online und schon habe ich eine Nachricht bekommen. Sag mal, was laberst denn du? So nach dem Motto. Oh, das ging echt fix. Ja, wenn ich einen Fehler mache, dann seid ihr immer zur Stelle, ne? Aber mich mal vorher darauf hinweisen. Nein, das geht gar nicht. Da lässt man ihn schön ins Messer laufen, ne? Ja, so seid ihr, so kenne ich euch. Könnt ihr jetzt mal alle deabonnieren? Nein, bleibt bitte hier. Sonst bin ich komplett allein. Oh Mann, ey, das war mir peinlich, ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich das Video offline nehme. Nein, okay, so schlimm war es nicht. Ach, das ist schon witzig. Tja, passiert. Egal. Mach ich einfach nächstes Mal 20.000er Gearscore hier in den Titel rein. Dann klickt ihr nochmal da drauf. Und dann haut TO wirklich nur noch ein Update raus, so ein Juggernaut-Update oder so, wo du einen 20.000er Gearscore hast. Und dann so, sag mal, ey, machst du das jetzt hier mit Absicht? So, hast du nicht mitbekommen, der neue Juggernaut-Modus? Die Juggernaut-Challenge? Hallo? Wo lebst denn du? Hinter der Mondstelle oder was? Ja, okay, gut, der war flach. Huh, nicht so wie Welle. Ah, ich habe ja hier meinen Knopf für das Einfügen, aber ich... Hab jetzt leider mein Soundboard nicht vorbereitet. Okay, ich habe gerade meinen Spaß, wie man sieht. Also, ja, trotzdem, also danke für den Hinweis. Ne? Das ist cool. So, eine Mega-Goldi. Ich mach mal jetzt hier die Taktik. Die Taktik 34. Und mal gucken, ob das was wird. Ah, oh, das wird eine ganz knappe Kiste hier. Sind schon wieder zu viel. Oh, die haben mich hier. Ui. Uiuiui! Na! No! Wenn jetzt einer kommt mit Hättest du Diktator, ne? Ich werd dich bannen. Egal wer es ist. Wer jetzt kommt mit Diktator, der wird gebannt. Wer es auch nur wagt zu sagen, hättest du in den Kommentaren, der kriegt eine Auszeit. Der kriegt eine Auszeit, die kann er vergessen. Der ist hier nicht mehr willkommen. Ey, aber schaut mal. Bin zu blöd zum Lesen. 23, 21. Nicht schlecht, ne? Könnte auch schlimmer sein. Ui! This is my chance to shine. Schade. So. Hätte ja klappen können.
Aber ich habe ja meine Goldi, meine Goldi-Quote habe ich erfüllt. So ein Stück habe ich, das reicht ja wohl. Ja, so eine Megagold wäre auch nicht schlecht. Das würde mir noch ein paar Kristalle ja geben, aber ich glaube, das wird hier nichts mehr. Da muss man schon ein bisschen Glück haben. Ab und zu glitsche ich mich durch die Panzer. Ja, da habe ich meine Internetleitung gut angepasst. Wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Wollt ihr es wissen? Also, das ist jetzt ein geheimer Tipp, aber sagt das nicht weiter. Manche unter euch, die ja haben ja eine Bambusleitung, ne? Da nimmst du einfach die Axt und im richtigen Winkel, ja? So. Und dann hast du deine Bitrate gut gedrosselt. Und dann kannst du hier loslegen. Kannst du durchglitschen. Ja, es muss auch eine spezielle Axt sein. Schaut gerne in der Beschreibung nach. Da sind meine Affiliate-Links. Da kriegt ihr die Axt. Nein, Spaß. Spaß. Das macht ihr mit einem Bohrer. So. Ja, alles gut. Ja, Mensch, aber das läuft hier gerade wirklich sehr gut. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht gewinnen werden, die 3 Minuten, da muss man sagen, da kann doch alles passieren. Aber ich bin hier wirklich echt zufrieden mit dem, was ich hier so gerade habe. Ne? Fast 600 Punkte, das läuft hier sehr gut. Und ich bin auch... Oh, schade. Ich bin auch sehr weit fortgeschritten. Das ist hier schon fortgeschrittene Dunkelheit. Sehr fortgeschritten, was mein EP angeht. Oh, was? Oh, der hat seine Bambusleitung gut getroffen, sage ich euch. Der hat die gut getroffen, ne? Oh, nee. Der Tuk-Tok, wie heißt der? Tuk-Hok? Nee, Tiok? Irgendwie sowas. Der ist gerade wild, ne? Der ist hier der übelste Juggernaut. Ja, kann man nichts machen. Ja, vielleicht von der anderen Seite? Ja, natürlich hat er die bekommen. Pfui. So, ja, ist klar. Ja, genau, ich sag's ja, ne? Also 3 Minuten, das ist hier noch genug Zeit. Jetzt haben sie hier alle Punkte und können wahrscheinlich hier noch immer wirklich gut reagieren auf das, was wir hier so machen. Und, tja, schade. Ja, mal schauen. 1 Minute 40. Noch haben wir hier die Oberhand, aber Control Points ist halt leider ein Modus, der ist schlimm. Also, da kann man sich schon mal ab und zu in den Schlaf weinen, ne? Ey, wenn der jetzt hier nochmal eine bekommt, ne? Dann raste ich komplett aus. Nee, hat er nicht, Gott sei Dank. Der Brasilianer hat sie bekommen, sehr schön. Brasilianische Community auch hier weiterhin vertreten, wunderbar. Ich weiß gar nicht, schaut jemand aus Brasilien zu? Das sind die Besten. Ja, also, ich hatte damals einen wirklich sehr hohen Anteil aus der brasilianischen Community, die mich damals verfolgt haben. Das war schon nicht schlecht. Fand ich sehr gut. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, wie es heute ist. Müsste ich mal machen, schauen. Das würde mich jetzt so mal gerade in dem Moment interessieren. 3 Minuten später habe ich es wieder vergessen. So kenne ich mich. Ja, eine Goldbox. Ne? Eine Goldie bist jetzt gefangen. Schade. Mehr ist hier nicht drin für mich. Aber gut, das ist in Ordnung. Ich brauche keine Kristalle. Habe ich noch nie gebraucht. Habe ich nicht nötig, sowas. Ich definiere mich nicht darüber. Aber trotzdem, eine Goldbox wäre schon nicht schlecht. So ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold, bitte. Für mich werden sie extra Silberboxen einführen. Die sind nur für mich sichtbar. So. So ist das also hier. Mhm, verstehe. Gut. Come on, Team. Let's go. Let's go, 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 go. Wenn ich hier als Erster rausgehe, bin ich eigentlich schon zufrieden. Oh, das wird hier eine ganz wilde Nummer. Aber wir haben es, oder? Wir haben es. Hast du gut gemacht, Cat. Hast mir zwar eine Goldbox geklaut, aber ist in Ordnung. Habe ich den bei mir in der Liste oder warum ist er so auf Körperkontakt aus? Weiß ich nicht. Aber hey, das lief hier doch ganz, ganz okay. Das lief doch ganz okay. Noch 17.000 Punkte und dann habe ich das Ding. Dann habe ich ein weiteres Level up. Oh, herrlich. Wir hatten ja jetzt ja schon Control Points. Dann machen wir... Belagerung. Machen wir mal Belagerung. Gucken wir mal, wie das da läuft. Am Ende übrigens, wenn wir jetzt hier das zweite Match abgeschlossen haben sollten, da wollt ihr wissen, ich habe ein paar Container. Ich habe mir jetzt die Herausforderung da geholt. Da, hier. 21 habe ich.
21 Ultra oder epische Container, wie sie jetzt heißen. Ich habe mir da bei den Herausforderungen jetzt das Abo geholt, weil ich mir dachte, komm, ich bin jetzt hier schon so weit nach vorne gerannt. Den Rest schaffe ich bestimmt auch noch. Und dann, ja, hole ich mir halt einfach die Belohnungen, die hier da sind. Railgun, Prime, das war mir jetzt halt nicht so wichtig. Mir waren eher die anderen Sachen da wichtiger. Um ehrlich zu sein. Der Skin, ja, ist so, okay. Komm, wir können ja wenigstens mal hier die normalen öffnen. Da ist bestimmt nichts Gutes drin. Aber Kristalle nehme ich immer sehr gern. 2000, wunderbar. Haben wir jetzt hier endlich mal eine Belagerung vielleicht. Eventuell. Ja, und dann am Ende werde ich mal die epischen Container öffnen. Die epischen. Darauf wartet ihr bestimmt, ne? Habt ihr nicht mal gewusst, dass ich welche habe? Ja. Könnt ihr mal sehen. Tja, da seid ihr wohl auch nicht up to date, ne? Da seid ihr wohl nicht up to date. Ja, warum habe ich jetzt Freeze reingenommen? Ich wollte mal was anderes. Ne? Immer mal wieder was anderes hier. Das wollte ich mal machen. Und schauen wir mal. Einer. Ey, es gibt nur einen, der Freeze-Schutz hat. Und genau dieser feine Herr ist genau die Person, die dann am Ende auch wirklich vor mir steht. Ja, ich fass es nicht. Aber Freeze ist ganz nett. Ne? Ich habe hier die Hochdruckpumpe, glaube ich, war das. Die habe ich hier drin. Nice. Die Hochdruckpumpe. Oh, ich habe sogar noch... Oh, sehr schön. Let's go, Junge. Hochdruckpumpe habe ich drin und ja, Ende. Ende der Geschichte. Ja, Hochdruckpunkte. Hochdruckpunkte, genau. Die Hochdruck, also mit Hochdruck machen wir hier hoffentlich auch ein paar Punkte. Schauen wir mal, ob das möglich ist hier. Ach, der. Da müssen wir auf den hier. Team! Wo seid denn ihr? Ey, die haben schon wieder nichts begriffen hier, ne? Irgendwie, wirklich, ich habe das Gefühl, die haben. Ich krieg immer die Teams, die haben keine Ahnung, wie dieser Modus funktioniert. Die stehen hier rum? Was muss ich denn eigentlich machen? Was machen die jetzt hier? Hallo? Wo sind denn die ganzen Control-Points hin? So, ich weiß nicht, was die machen. Geht doch einfach an den Punkt ran. Junge. Ich brauche hier mal wieder meine coole Schaft, die mich unterstützt. Weil ich krieg das hier nicht hin. Ach so, danke schön. Boah, die Schaft macht das. Solange die Schaft jetzt hier weiter ballert, bin ich eigentlich fast sicher. Schade. Ja, guter... Trotzdem sehr gut hier. Oh, Jungs, wir haben den Punkt fast. Geht doch mal dahin. Schaut euch das mal hier an. Die stehen hier alle rum. Die hocken da, als gäbe es keinen Morgen. Geht doch zum Punkt, Leute. Mann, ey. Regt mich das schon wieder auf. Ich habe wirklich das Gefühl, ich lande genau in diesen Teams. Haben hier noch nie Belagerung gespielt. Haben keine Ahnung, wie dieser Modus funktioniert. Okay, der haut sich alle Drugs rein. Alles klar. Haben keine Ahnung, wie dieser Modus funktioniert. Und wundern sich wahrscheinlich, warum sie dann verlieren. Unfassbar, ey. Unfassbar. Also wirklich, wir hätten jetzt sicherlich gut führen können. Hätten die eine Ahnung gehabt, dass sie da an den Punkt fahren müssen. So. Da hauen wir jetzt mal alles drauf, was wir haben. Der Punkt geht nicht an die Gegner. So, Leute. Jetzt macht mal hier. Habt ihr jetzt endlich begriffen, was ihr machen müsst? Ja, wunderbar. Es tut mir leid, dass ich jetzt so bin, aber... Regt mich auf. Ey, regt mich auf, wenn ich hier sowas sehe. Unglaublich. Krieg die Krise, du. Und dabei habe ich Booster drauf. Unglaublich einfach. So. Aber den Punkt haben wir. Ne? Wir hätten jetzt sicherlich 3 Punkte haben können. 3 Punkte hätten wir haben können. Jau, wie viele denn noch? Holy moly, ey. Aber gut. Immerhin. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die Führung. Wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lang. Eieieiei, ich hasse das. Twins finde ich, wenn du da das Richtige drauf hast, ist auch eine ganz ekelhafte Waffe. Sieht man auch immer mal wieder, da gibt es immer so einzelne Personen, die da Twins nehmen. Und ich hatte eine Juggernaut-Schlacht kürzlich. Junge. Die war fies. Das war übrigens, glaube ich, auch... das Match mit diesem 10.000er Gearscore. Ey, das war eine miese Sache. Da kann mir auch keiner sagen, dass das Zufall war. Nee, die werden schon im Verbund gespielt haben. Ey. Da, heilende Schafter, heilende Easy das und alle an dem tollen Juggernaut
dran. Da ging gar nichts mehr. Da ging überhaupt nichts mehr. Du hast da geschossen. Achso, und dann. Er ist dann tatsächlich aber mal irgendwann gefallen. Das haben wir hinbekommen. Aber danach wurde es halt nicht besser. Dann er hatte Twins und ich glaube. Na komm. Gehen wir mal ganz kurz hier auf die Gegner, damit die da nicht an den Punkt kommen. Sag mir nicht, der ist jetzt hier wieder. Oh. Schade. Genau. Ja, jedenfalls, der hatte Twins und Ares, glaube ich. Ey, die hast du nicht mehr wirklich runterbekommen, ne? Der hatte immer irgendwelche Leute, die mindestens zwei Easys waren, immer bei ihm. Den runterzubekommen, das war eine Hölle. Und er hat auch gut Schaden gedrückt. Ne? Also, das war alles andere als fein. So. Hau weg, die Leute hier. Let's go, Team. Macht mal was. Wie viele Leute haben jetzt? Drei. Drei haben Schutz gegen mich. Okay. Ist noch immer akzeptabel. Damit kann man noch immer arbeiten. Aua. Das nehme ich persönlich. Das war ein Angriff auf meine Privatsphäre. Oh Mann, ey. Gut. Wir kriegen das hin. Ich komme nicht mal... Ja, nee. Schlimm. Aber ich bin wieder ganz oben vertreten. Naja, nicht ganz, ganz oben, aber trotzdem relativ weit oben bin ich vertreten hier. An mir liegt's nicht. 17, ich hätte auch Team Deathmatch machen können. Aber ich dachte vielleicht, na, das ist vielleicht nicht die idealste Kombi, jedenfalls was so meins angeht. Vielleicht nicht das idealste für Team Deathmatch, da kriege ich doch bestimmt immer nur ordentlich und kann nichts austeilen. Da hatte ich auch kürzlich auch so ein tolles Game. Da war der Anfang, ey, ich stand bei 0-10, ne? Alles komplett ausgebaut. Und ich stand bei 0-10. Ich habe gar nichts getroffen. Schon ab und zu mal was getroffen, aber da ging halt nichts. Oh mein Gott. Schade. 2-2. Oh, knappes Ding. 15-0 hat der. Okay. Ja, vielleicht muss ich mal meine Schutzmodule nochmal anpassen. Gucken wir mal gleich, was die Gegner alles so haben. Also Tesla ist schon nervig, aber ich glaube, Tesla habe ich gerade drauf. Weiß ich nicht, müsste ich mal gucken, aber ich glaube, Tesla ist am Start. Was haben wir denn hier so? Tesla haben wir hier. Tesla, ich könnte noch... Wie heißt dieses tolle Ding? Hab vergessen, wie diese Waffe heißt. Na, ja, egal. Ihr wisst nicht, was ich meine. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Skorpion. Skorpion hieß die. So, Mann, ey, spielt das Ding hier über eine Dekade, ja? Über eine Dekade bin ich hier in dem Spiel. Aber ich krieg hier nichts hin. So, aber schön. Da ist noch immer sein Schutzschild. Also wir können einfach mal reinfahren. Oh, ich habe auch noch meinen Overdrive. Seht ihr nicht, aber ich habe meinen Overdrive. Ah, ich könnte natürlich auch Mammut nehmen. Okay, das war's mit dem Schutzschild hier. Oh, schade. So, wir haben Twins, wir haben das. Ja, ich würde sagen Twins, Tesla und Skorpion. Und dann noch irgendwas anderes, was nervig ist. Mal gucken. Yo. Smokey war da, glaube ich, gerade. Okay. Schauen wir mal, was haben wir? Tesla, wir haben... Dann nehmen wir jetzt mal hier Skorpion mit rein. Dann haben wir hier das. Und dann haben wir hier noch das. So. Dann bin ich, denke ich, mal ganz gut dabei. Schauen wir mal. Ja, es bringt sowieso nichts, ey. Team! Immerhin haben wir jetzt ein paar Leute da, aber ja, die haben den Punkt. Die haben. Ah, oh, pfui. Naja, gut, immerhin, der hat. Schade. Sehr, sehr schade. Overdrive ist gleich wieder dabei. Ja, immerhin das erste Match gewonnen. Ne? Wenigstens das. Also nicht eine komplette Niederlage hier. Boah, aber jetzt. Ich glaube, das war's. Oh, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es ja hier hin, unentschieden rauszuholen. Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich glaube nicht, dass das hier was wird.
Ja, wir sind natürlich auch wieder in Unterzahl. Das muss natürlich auch sein. Da hat jemand gleich aufgegeben. Und dann kommt bestimmt auch keiner mehr hier nach, ne? Das ist Matchmaking, wie es sein sollte, ey. Wirklich, Matchmaking, wie es sein sollte. Wo sind die denn schon wieder alle? Hallo, Team! Ey. Gott. Unfassbar, unfassbar. Die haben es doch herausgefunden, wie man diesen Modus spielt oder nicht. Die haben es doch gesehen. Du musst auf die Punkte gehen. Das habt ihr doch gesehen. Ja, das Ding ist verloren. Ich würde jetzt einfach trotzdem hier drin bleiben, weil ich ja natürlich noch meine täglichen Aufgaben mache. Eieieiei. So, schaffen wir wenigstens noch einen dritten Punkt? Wahrscheinlich nicht, aber bin gespannt. Ah! Hochdruckpumpe. Schöne Reichweite, ne? Schöne Reichweite hier. Mit dieser Vari. Das ist sehr toll. Sehr toll. Oh, Leute! Dritter Punkt! Ohohoho. Habt ihr mich nicht enttäuscht? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Cool. Schönes Ding hier. Ja, ist okay. Hau weg. Den Kill schenke ich dir. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Immerhin. Haben wir nochmal einen dritten rausgerissen. 2 Minuten. In der Theorie, wir könnten noch immer hier den Ausgleich schaffen. Ja, aber da müssen wir jetzt flink sein. Wir haben natürlich trotzdem ein bisschen Zeit, aber wir müssen dennoch ein bisschen flink sein, weil ansonsten wird das hier nichts. Puh. So. 50%. Ne, den kriege ich einfach nicht runter. Ich habe gleich wieder meinen Overdrive. Schauen wir mal. Ich gehe mal lieber auf den, der halt keinen Schutz gegen mich hat. Aber das bringt auch nicht. Sehr viele Leute da schon wieder. Also wenn jetzt nicht gleich jemand da mal kommt, am besten Titan, der hat einen Overdrive, aber der kommt da nicht in der Zeit hin, ne? Da muss doch jemand... Ey Leute, wieso geht ihr denn nicht an den Punkt? Ach Mann, ihr könnt überhaupt nichts. Wisst ihr das? Ey, tut mir leid, ne? Aber dieses Team ist einfach verloren. Geh nicht an den Punkt, mach ein Janisch-Ziel gefühlt. Wenn er nicht gerade wirklich im Sichtfeld ist, passiert ja auch nichts, habe ich das Gefühl. Die haben keine Ahnung, wie dieser Modus funktioniert. Null Ahnung. Ehrlich. So. Gott, das ist einfach nur traurig. Wirklich, einfach nur traurig. Ja, komm mal, Ober mal. Ich versuche hier noch ein bisschen die Gegner abzulenken. Mann. Ich meine mal, du siehst ja, dass keiner vom Team bei uns, aus meinem Team hier, an dem Punkt war, weil ansonsten würden sie den ja nicht erobern können. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht sind sie hingefahren, aber sind halt dann gleich draufgegangen. Mag sein, kann schon sein, ich kann auch nicht fahren. Aber dann würdest du ja trotzdem einen kleinen Moment sehen, dass das Ding nicht weiter aufgefüllt wird. Schön neutralisiert, aber ja, vorbei. Schade, sehr, sehr schade. Es hätte noch ein tolles Unentschieden werden können. Aber so leider nicht. So leider nicht. Aber trotzdem. Ja, komm. Hier, GG. Hast du gut gemacht. 22. Ey, 22. Guck mich an, ne? Ich habe 31. Ich bin besser. Trotz allen Widrigkeiten, die ich hier habe, habe ich hier dennoch ein bisschen was gerissen. So, okay. Dann können wir das jetzt hier abhaken. Das war nochmal, ja, Matchmaking, wie es sein sollte einfach. Ey, Leute. Ich meine, ist okay, dass ich nicht wusste, wo dieser 10.000er Gearscore herkommt. Okay. Aber dass die Leute nicht mal wissen, wie dieser Modus funktioniert, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. So, okay, wollen wir... Okay. Gut, ist alles in Ordnung. So, ich hau jetzt einfach mal hier was raus. Gucken wir mal, vielleicht ist ja was Tolles dabei. Ich nehme sehr gerne Kristalle. Ich nehme auch sehr gerne hier genau Schadensverstärker. Das ist bei mir so weit unten. Ich brauche davon mehr Stück. Cool. So, nichts Besonderes. So muss es sein. Das letzte Video war kürzer, ne? Und das hier wird jetzt ein bisschen länger. Ist doch auch schön. Hui! So, Brandprojektile. Okay. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Gut, ja, das dazu. Okay, alles klar. Wunderbar. In dem Sinne, macht das gut auch besser. Rignon ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. 20.000er Gearscore habt ihr hier gesehen.
Rinja hauen, ist ja klar. Ciao, ciao.